Guten Morgen. Gießen in Hessen, 6 Uhr morgens. Schichtbeginn für Polizeioberkommissar Dominik und die junge Anwärterin Milena. Erste Diensthandlung, Überblick verschaffen über die Lage im Revier. Wir haben zwei Informationsquellen. Zum einen den Einsatzordner, den schaut der Raphael gerade durch, wo alle Einsätze einmal abgelegt werden. Und dann haben wir noch eine zusätzliche, ja, ich nenne es immer, kleine Tageszeitung, die an die Führung hochgegeben wird, die wir selbst aber befüllen mit den herausragendsten Ereignissen der letzten Dienste. Doch viel Zeit für die Lektüre bleibt heute nicht. Der erste Notruf geht ein. Es wird ein Diebstahl in einem Kaufhaus gemeldet. Der zweite Täter aus dem räuberischen Diebstahl ist jetzt wieder vom Rote Jogginghose, weißer Kapuzenpulli. Okay. Alles klar. Gucken wir, dass wir den vielleicht noch festnehmen können. Die Polizisten müssen sich beeilen. Das Kaufhaus befindet sich gut 4 Fahrminuten von der Wache entfernt. Ein Täter war schon festgenommen worden, ich streife eben. Der zweite war flüchtig. Und dann nehmen wir den mal fest, wenn wir den bekommen. Ja, rote Jogginghose ist gut. Fällt ja schön auf. Noch ahnen die Beamten nicht, dass dieser Einsatz anders verlaufen wird als gedacht. Das Kaufhaus liegt in der Innenstadt. Hier gibt es viele Möglichkeiten für potenzielle Täter, um abzutauchen. Die Sicherheitsmänner des Geschäfts erwarten die Polizisten bereits. Hi. Grüß dich. Anscheinend ist der Kerl wieder hier. Der läuft hier rum, der hat vorhin schon aggressiv, ja. Wollte auf uns losgehen. Es gab eine kleine Auseinandersetzung. Meiner Meinung nach räuberischer Diebstahl. Ja. Er hat sich jetzt inzwischen umgezogen, ist dann weg. Er hat uns dort drüben gewartet, ist dann weg. Kam noch rein, hat uns besucht vorher. Okay. Hat sich jetzt umgezogen. Ein bisschen vermummt. Ich vermute jetzt mal, der wartet auf uns. Er ist in diese Richtung weg. Er läuft halt wieder hier, guckt den Eingangsbereich. Okay. Große Jogginghose. Oder hat er sich jetzt. Okay. Ja, weiße Schlappen, ungefähr so groß. In welche Richtung ist er denn gelaufen? Habt ihr das gesehen? Richtung. Okay. Ja. Die Security hat den Täter also auf frischer Tat ertappt und befürchtet jetzt, dass sich der Mann rächen will. 12.01 für 29. Ja, komm rein. Ja, wir konnten den nicht mehr beim antreffen. Wir fahren jetzt nochmal im Nahbereich. Milena und Dominik glauben nicht, dass der Täter das Kaufhaus nochmal aufsuchen wird. Der Tatverdächtige wurde als Nordafrikaner beschrieben. Und es ist halt die Frage, wie erfolgsversprechend ist die jetzt in dem Fall, wo so viele Leute unterwegs sind. Er könnte sich ganz schnell was anderes anziehen, Hoodie tauschen, Jacke drüber. Ist nicht so erfolgsversprechend, dass wir die jetzt ewig lang aufrechterhalten müsste. Und dann kann man so Fahndungsmaßnahmen auch schnell wieder beenden. Der kann schon längst in den nächsten Bus gestiegen sein am Marktplatz und kann schon zu Hause sein. Dennoch suchen die Beamten die üblichen Hotspots für Kriminelle in Gießen ab. Wonach guckt ihr jetzt? Einfach auffälliges Verhalten, ob irgendjemand vielleicht die Streife hier entdeckt und sich dann ganz komisch wegdreht, weggeht, wegläuft. Wenn du was siehst, sag Bescheid. Ne? Mhm. Von einem Mann in roter Jogginghose fehlt jede Spur. Stattdessen stechen Dominik 3 andere Männer ins Auge. Das Ufer der Lahn ist ein Naherholungsgebiet. Allerdings ist es auch bei Drogenkonsumenten und Dealern sehr beliebt. Hallo. Hallo. Alles gut? Kurze Kontrolle. Passport. Zieh auf. Sieht man dich nicht. Passport, einmal Passport, bitte. Passport. Ihn kenne ich sogar. Wir ändern immer das Geburtsdatum. Mach die alle dreimal. Polizeianwärterin Milena checkt im Streifenwagen die Personalien der Männer. Ich hätte 3 Personen Polas, 6 Personenkontrolle. Komm mit der ersten Person. Geboren 10.03.2003. In der Zwischenzeit entdeckt Kollege Dominik auf der Wiese einen verdächtigen Rucksack. Tschüss. Keinem.
18 Fälle. Der letzte aus dem April dieses Jahres. Handel mit Cannabis, immer wieder Aufenthaltsverstöße und Diebstähle. Alle drei Männer sind polizeibekannt. 5 Fälle im Februar dieses Jahres. Unerlaubter Handel mit Cannabis und dann noch Ladendiebstahl und GFKV. Doch was hat es mit dem schwarzen Rucksack auf sich? Ja, es ist immer so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn irgendwo einfach eine Tasche steht, die man keinem zuordnen kann. Da kümmern wir uns aber ganz zum Schluss jetzt drum. Okay, ich habe alles mit. Ich fange einfach mal an, von A nach B zu durchsuchen. Also, verstehen Sie alle Deutsch? Oder Sie können ja übersetzen ein bisschen, ja. Also, Sie sind ja alle bei der Polizei bekannt. Alle schon mal auffällig gewesen, auch im Bereich Betäubungsmittelgesetz. Deshalb werde ich jetzt mal gucken, was wer einstecken hat, ja. Bitte nicht aufstehen, einfach sitzen bleiben. Und ich gucke einfach selbst die Taschen, nirgendwo hektisch hingreifen. Und den Rest mache ich, okay? Komm hoch. Okay. Have any weapons? Marihuana? Komm mal sehen. Hast du den Blick? Hey, look there. Inside. It's okay. Keep it on. Your shoes? Okay. Okay. Thank you. Okay, thank you. Do you have some back? Black one. It's yours. Der Rucksack gehört also doch einem der Männer. Und beim Durchsuchen wird schnell klar, warum sich anfangs niemand so recht zu der Tasche bekennen wollte. Mann. Turn around. Nein, nein, musst du nicht kaufen. Von ihm? Okay. Dreh dich. Dreh dich. Und hast du gefunden? Ja, Stielgut. Ist doch die Ketten dran. Es handelt sich mutmaßlich um gestohlene Jacken. Da ist eine ganze Tasche oben. Ja, ich habe viele von diesen. Von ihm? Ja. 12 von 1 für 12, 29. Das ist nicht deins. Mhm. Schon mal ein Passport. Haben wir eine Streife auf Empfang, die uns unterstützen kann am Lahnufer. Und wir haben hier 4 Personen in der Kontrolle, haben wahrscheinlich Stehlgut aufgefunden, wo noch die Etiketten dran sind und auch die Sensoren für die Sicherung, Diebstahlsicherung. Können die Beamten den Diebstahl nachweisen? Und in welchem Verhältnis stehen die 4 Männer zueinander? Gießen. Polizeioberkommissar Dominik Haas und Polizeianwärterin Milena sind auf 4 Männer aufmerksam geworden. Offensichtlich zu Recht. Sie haben Diebesgut bei sich. Liegen auch überall abgeschnittene Etiketten. Hm. Mach eben bitte auch mal Pudas. Im Gebüsch hat Dominik eine weitere Tasche gefunden. Auch sie ist voll mit neuwertigen Kleidungsstücken. Wo ist das her? Ist das deins? Jemand schickt mir das. Jemand schickt dir das? Schicken. Wer hat das mitgenommen? Hast du es hergetragen? Ja, aber keine Ahnung. Vielleicht war hier, ich war da hier. Ja, ist eine Hehlerei, ist eine Straftat, darf man nicht, ne? Ja. Bist du schon mal beschuldigt im Strafverfahren? Musst du nichts weiter dazu sagen? Milena lässt auch den 4. Mann überprüfen. Müsste eigentlich einsitzen, beziehungsweise voraussichtlich Ende Haftentlassung 10.7. Der wohl gerade entlassen aus der JVA Hamburg. Ja, er ist im Knast gesessen, oder? Gefängnis gesessen. In Hamburg. Was machen Sie denn hier? Ich war in Hamburg, ja. Ja. Und jetzt hier nach Gießen führt. Bis Verstärkung eintrifft, unterbrechen Dominik und Milena die Durchsuchung der Verdächtigen. Sollte die Situation eskalieren, könnte es gefährlich für die Beamten werden. Ah. You stay there. Servus. Vielen Dank. Ja, gut. Also wir waren in der Personenkontrolle eigentlich von den dreien. Hatte mit ihm angefangen mit der Durchsuchung. In seinem Rucksack, schwarzer Rucksack, stand da ein bisschen abseits. War dann die gelbe Jacke mit noch Sicherungsetiketten.
Dann hat er schon gemeint, er hat es von ihm bekommen. Und hier hinten stand diese grüne Tüte oberhalb vom Baum. Und da sind komplett Jacken drin mit Sicherungsetiketten. Ja. Die beiden hinten müssen noch komplett durchsucht werden. Ich würde mich dann ihm jetzt mal annehmen. Aber das war mir einfach zu heiß jetzt mit vier Leuten, die hier alle zusammenhängen. Super, danke. Woher die Männer die mutmaßlich geklauten Kleidungsstücke haben, ist immer noch unklar. Hast du ihm das verkauft? Nein, ich, der Chef, jemand schickt mir das, die sagt mir, warte hier, ich komme. Mhm. Ich komme und vielleicht ihn verkaufe oder keine Ahnung, aber ich bin zu lange bleiben hier. Und die gelbe Jacke? Die gelbe Jacke gegeben von hier, ja, ich habe gegeben von hier. Ihm sag mir. Und Geld? Keine Geld, Chef Mia, keine Geld. Das ist nicht meine. Chef, ich wohre kein Geld. Ja, guck mal. Ja, alles gut. Du hast kein Geld einstecken. Mal die Schuhe aus, bitte. Gut. Komm mit. Einfach mal hier hinsetzen. Vors Auto. Setz dich hin, bitte. Die Täter sind alle polizeibekannt. Deshalb überprüfen die Beamten neben den Personalien auch die Rahmennummer des Fahrrads. Um sicherzugehen, dass das nicht auch gestohlen wurde. Seine Personalien sind ja bekannt. Ja, seine auch, oder? Seine auch. Er hat letztendlich, können wir nichts vorwerfen. Er wird beschuldigt der Hehlerei. Er wird beschuldigt der Hehlerei. Er wird beschuldigt der Hehlerei. Diebstahlsanzeige können wir erstmal keine fertigen. Bekannt sind sie alle. Bilder haben wir. Brauchen wir keinen reinschleppen sonst. Können wir alles fortmachen. Können wir ihn entlassen? Ja, genau. Er kann schon mal gehen. Okay. You can go. Du darfst gehen. Du darfst gehen, genau. Dem Mann können die Beamten hier nichts nachweisen. Die anderen drei kommen nicht so glimpflich davon. Wir machen alles vor Ort hier. Stellen es sicher. Dann schreiben wir zwei Anzeigen. Eine gegen ihn. Als Beschuldigten. Er wollte es verkaufen, oder wie? Genau. Mhm. Und die zwei da hinten? Die beiden werden auch beschuldigt. Auch der Hehlerei dann dementsprechend, weil die die vermutlich gestohlene Ware gekauft haben. Wir haben drei Beschuldigte letztendlich. Wir werden aber zwei Anzeigen schreiben, eine gegen ihn und nochmal zwei gegen, also noch eine gesonderte gegen die anderen beiden. Und wenn das ganze vermutliche Stehlgut, Hehlergut erstmal sicherstellen, dann können wir im Nachgang schauen, wo gegebenenfalls ein Tatort war, ob es da vielleicht Videoaufzeichnungen gab und man dann noch schauen kann, ob einer von den dreien auch als Täter des Diebstahls in Frage kommt. Gut, wollen Sie irgendwas dazu sagen? Wollen Sie Angaben bei der Polizei machen dazu? Also wir werfen Ihnen vor, dass Sie das Zeug letztendlich hier verkaufen wollten, ne? Weil das hat er ja letztendlich angegeben, dass es von Ihnen hat. Danke. Keine Ahnung. Sie können auch unterschreiben, dass Sie es bei der Polizei nicht sagen wollen. Okay. Gut. Do you want to say something about it, or don't? Do you? I don't do nothing. Okay, das ist eine Aussage. Dann ich habe die aus nicht begangen. Die Belehrung, aber er hat es verstanden. Genau. Und ich will aussagen dann. Genau, ich will aussagen. Habe die Tat nicht begangen. So then I need your signature, that you say that you didn't do it. Okay, stand up. Okay. Good. You can go. Ein lehrreicher Einsatz für die junge Beamtin. Sie befindet sich noch im Polizeistudium.